Hallo Tischtennisfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Spielanalyse. Ja, diesmal analysiere ich mein Rückspiel gegen Marc Hecht vom TDG Niederkassel. Ja, das Hinspiel kennt ihr vielleicht. Das hatte ja knapp 15.000 Aufrufe, denn da gab es was Besonderes. Ich habe nämlich 18 Punkte in Folge gemacht und zwar von Anfang an. Ja, also ersten Satz 11-0 gewonnen und dann 7-0 geführt. Das, ja, hatte ich sonst noch nie, wahrscheinlich ihr auch nicht. Ansonsten schreibt es gerne mal in die Kommentare, was so euer krassester Run war, also wie viele Punkte ihr in Folge gemacht habt. Auf jeden Fall wusste ich direkt, dass ich im Rückspiel das wahrscheinlich nicht schaffen werde und auch deutlich mehr Schwierigkeiten bekommen werde. Denn Marc Hecht hatte zuvor gegen Boris Rosenberg gewonnen, unseren Spitzenspieler, der ja auch nochmal eine Schippe besser ist als ich. Also er war gut drauf, dann spielen die ja auf dem Donnek-Tisch, also auf dem Stopptisch, wir spielen ja auf Victors-Tische, Rutschtische, also auch nochmal andere Bedingungen. Aber grundsätzlich blieb meine Taktik gleich. Im Hinspiel habe ich gemerkt, der Marc ist wirklich kein Noppenkiller, er hat durchaus seine Probleme, wenn ich mit meiner Noppe ihn aggressiv anschupfe, Druckschupfen mache, Absteche. Und dann, wenn er mir die Gelegenheit zum Topspin gibt, dann werde ich versuchen zu ziehen, zu variieren, mal mit Feelspin, mal feste. Aber das Wichtigste ist, ja, vor allem die Rückschläge mit der Noppe zu nehmen, ja, und ihm erstmal machen lassen, gucken, zieht er direkt auf Punkt oder kann ich dann nochmal schön abwehren, Und das war jetzt meine Grundtaktik für dieses Spiel. Ja, und ihr könnt sehen, ich war gut auf den Beinen. Wenn er mir Gelegenheit gegeben hat, Feste zu ziehen, habe ich es auch gemacht. Habe aber auch so viele kleine Punkte gemacht, ja, indem man Schubfehler gemacht hat. Ja, das macht er jetzt mal gut. Schön vorbereitet mit Rückhand, mit Vor- und Vollendet. Aber grundsätzlich hat er seine Probleme. Da haben wir es auch wieder gesehen. Wenn ich mit der Noppe reinspiele, dann einen festen Topspin auf Punkt zu ziehen und teilweise erstmal überhaupt einen Topspin auf den Tisch zu ziehen. Hier können wir es wieder sehen. Zack, Netz weg. Ersten Satz gewinne ich, also relativ deutlich und souverän. Und jetzt werdet ihr sehen, im zweiten Satz, starker Block, dreht sich das Blatt auf einmal. Ja. 1-1. Und jetzt spiele ich auch ein bisschen taktisch falsch. Das ist jetzt richtig spannend für euch zu sehen. Denn ich setze jetzt nicht oft genug meine Noppe mehr ein. Und er erwischt mich über die lange Vorhand, wo ich richtig Probleme hatte, mich zu entscheiden, soll ich gegenziehen oder soll ich den Ball nur reinhalten. Ja, ein Aufschlagfehler passiert mir auch nicht oft. Grundsätzlich auch beim Aufschlag hätte ich einfach viel mehr lang und schnell aufschlagen sollen, denn Marc hat einen guten Flip. Aber sein Eröffnungstopspin ist nicht so gefährlich, den kann ich mit der Noppe annehmen und dann bin ich gut im Game. Ja, auch wenn das mir hier nicht gelingt, nach meinem Aufschlag. Boah, und jetzt flippt er auch mal gut rein. Der hätte ich vielleicht mal lang über Rückhand spielen sollen, statt zweimal über Vorhand. Dann auf einmal ein leichter Rückschlagfehler, passiert mir auch nicht so häufig. Und dann erwischt er mich wieder über die Vorhand, stark gemacht. Also da hätte ich wirklich mal lang, schnell über Rückhand aufschlagen sollen. Da schlage ich schon wieder über die Vorhand auf. Also das ist genau dieser taktische Fehler, den ich gemacht habe. Ja. Und dann schafft er es, die Noppe zu vermeiden. Ja. Und er spielt sich jetzt hier 6 Satzbälle. Werdet ihr sehen, im dritten Satz ändere ich da ein bisschen meine Taktik. Da gehe ich wieder mit dem glatten Belag rein. Also meine Stärke, die Noppe, setze ich da zu wenig ein. Und auch beim Aufschlag spiele ich ihm zu viel über Vorhand. Das sollte ich jetzt hier in diesem dritten Satz ändern. Schauen wir mal, ob es mir gelingt. Fakt ist, das Spiel ist deutlich offener als im Hinspiel und ich muss hier wirklich um jeden Punkt kämpfen, um hier den dritten Satz für mich zu entscheiden. Und da konntet ihr sehen, da mache ich mal den langen Aufschlag in die Rückhand. Ja, und mache auch direkt den Punkt. Gehe jetzt wieder mit der Noppe rein zweimal. Also jetzt ist wieder alles gut, auch da mit der Noppe. Gut, da spielt er mir so über die Vorhand. Da will ich dann mal den Topspin spielen. Ja, und diesmal bin ich zur Stelle. Gut gemacht von ihm jetzt auch hier. Wir können sehen. Und jetzt spiele ich ihn nochmal lang und vor und aber viel Seitschnitt. Und den setzt er dann neben dem Tisch. Also mit meinen langen Auflägen kam ich besser
rein in den Ballwechsel als mit dem kurzen, weil er einen sehr guten Vorhandflip hat. Ja, und trotzdem muss man wirklich sagen, meine Vorhand war ein bisschen morsch. Da Timing gegenziehen oder reinhalten nicht so gut. Und jetzt kommt ein Knackpunkt, Freunde. 6-5 für mich. Und da gelingt mir mal endlich ein Gegentop. Und das hat mir richtig Selbstbewusstsein gegeben. Jetzt schauen wir mal, wie viele Punkte er noch macht. Einmal steht es 8-5. Schön wieder mit der Noppe rein. Nochmal Noppe rein. Noppe abwehren. Und zack. 9-5. Was mache ich für einen Aufschlag? Diesmal einen kurzen Unter. Mal was anderes. Und dann hacke ich mit einem glatten Belag rein. Ja, auch mal ein bisschen variieren. Aber im Zweifel lieber mit der Noppe spielen, weil da hat er mehr Probleme. Und auf dem glatten Belag nicht so. Ein bisschen mehr Unterschnitt rein. Dann kann er auch mal seinen Flip nicht immer auf dem Tisch spielen. Ja gut, dann mal so einen leichten Fehler. Aber jetzt bin ich da. Ja. Rückschlag mit der Noppe. Nochmal Rückschlag mit der Noppe. Noppe abwehren. Spin, Topspin. Das klappt jetzt. Kurzer Aufschlag. Noppe. Und jetzt kommt auch mal ein Gegentopspin von mir. Ja. Über Rückhand schön aufschlagen. Ja, das macht er jetzt gut. Aber ihm gar nicht die Chance geben, seinen gefährlichen Vorhandflip zu spielen. Und jetzt auch beim Wechsel Topspin. Oh. Ja, Topspin-Abwehr. Habe ich ein bisschen Glück, dass er nicht trifft. Aber trotzdem bin ich jetzt hier viel präsenter mit der Vorhand. Mache keinen einfachen Fehler, sondern bin da. Variiert wieder beim Aufschlag gut. Da war jetzt mal ein langer, nicht nur ein kurzer Einwurf. Hier wieder mal ein kurzer Einwurf. Aber über die Rückhand, dass er nicht mit der Vorhand mir reinflippen kann. Weiterhin mit der Noppe alles. Weil da hat er seine Probleme. Und jetzt erspiele ich mir hier auch 8 Matchbälle. Nutzt direkt den ersten. Also ab 6-5. Hat er dann insgesamt nur noch 2 Punkte bekommen. Und ich hatte einen richtigen Strahl. Ja, hoffe, ihr konntet ein bisschen was lernen. Jetzt konntet ihr mal lernen, wie man gegen einen sehr starken Gegner spielt. Marc hat knapp 2000 Punkte gehabt zu diesem Zeitpunkt. Und ist für NRW Liga oben auch einer, der positiv spielen kann. Und jetzt konntet ihr sehen, wie man gegen einen starken Spieler spielt, der nicht so gut gegen Noppe spielt. Genau, hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir wie immer gerne einen Like und ein Abo da. Vielen Dank.